Den Bestseller Metro gibt es jetzt auch als Automatikversion. Metro Neomatik trägt das DOW 3001 in sich, das besonders flache und neue Automatikwerk von Nomos. Die Besonderheiten der Metro können hier voll ausgespielt werden. Es ist eine flache Uhr, die elegant am Arm liegt und das Uhrwerk perfekt inszeniert. Das Gehäusedesign hat die sportlichen und doch eleganten Bügelanstöße, Archetypen, die hier zeitgenössisch interpretiert wurden. Das Saphirglas hat auch hier diese besondere Wölbung, die für die Metro typisch ist, gibt der Uhr diesen speziellen Zauber. Dann hier die gerändelte Krone. Das ist ein Punktrelief, was inspiriert ist von Uhrmacherwerkzeugen. Was mir immer wichtig ist, dass ich Zeichen entdecke, die für Manufaktur stehen oder für Präzision. Und die werden da sozusagen neu interpretiert und gesetzt. Die Key-Elemente im Zifferblatt sind die groß ausgedrehten Sekunden. Also wir haben hier mehr Platz und den spielen wir voll aus. Dann haben wir zwei Zifferblatt-Varianten. Es gibt einmal die silberfarbene mit den metrotypischen Zeigern in schwarz, vorne verjüngt, ganz präzise auf die Minuterie zeigend. Und die champagnerfarbene Zifferblatt-Variante, die hat neonorangene Akzente in der Minuterie. Das Spielerische oder das Augenzwinkern ist eigentlich auch der neonorangene Sekundenzeiger. Mir gefällt die Metro Neomatik besonders, weil sie die Eleganz und dennoch auch die Sportlichkeit einer Automatikuhr auf sich vereint und wir mit den farblichen Akzenten zeitgenössische Aspekte da aufgreifen konnten, so dass auch das Hier und Jetzt total gut in der Uhr auftaucht.